Im Lindencenter in Berlin-Hohenschönhausen war alles im Modelfieber. Es wurde das Lindencenter Model 2011 gesucht. Schauspielerin und Topmodel Fiona Erdmann war in der Jury, um im Finale das Lindencenter Model zu küren. Neun Kandidaten, neun Mädels sind hier und sie kämpfen heute um den Titel das Lindencenter Model. Die Kandidatinnen zeigten sich dem Publikum und präsentierten im Wechsel mit professionellen Models aktuelle Mode. Fiona, du bist heute im Lindencenter. Was machst du hier? Ja, ich bin hier heute im Auftrage, hübsche Mädchen rauszusuchen, die sozusagen für das Lindencenter nachher als Gesicht stehen. Und da sind ein paar Mädchen dabei, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und ich habe auch schon jemanden im Auge, der, glaube ich, sehr gut dazu passen würde. Das heißt, du bist in der Jury und du hast ja vor ein paar Jahren selber an der Castingshow teilgenommen. Das heißt, du weißt, wie es ist, vor einer Jury zu stehen. Wie ist es für dich jetzt, in der Jury zu sein und andere zu bewerten? Och, ich finde, diese Position gefällt mir viel besser, als die kritisiert zu werden und vor der Jury zu stehen. Natürlich ist es angenehmer, dahinter zu stehen und zu sagen, so, also pass mal auf, ich habe damals auch schon Kritik einstecken müssen. Jetzt kann ich halt auch mal versuchen zu beurteilen. Dann wurden die Sieger gekürt. Herzlichen Glückwunsch. Da werden die Gutscheine übergeben. Natürlich gibt es demnächst eine professionelle. Weil sie ein wunderschönes Lächeln hat und weil sie total süß ist. Und das ist wirklich die Absicht! Wie gesagt,